Viele von Ihnen sind bei uns geboren, sind hier zur Schule gegangen, haben hier eine Berufsausbildung genossen, haben vielleicht studiert oder studieren noch immer. Und wir wollen versuchen herauszufinden, wie schwierig es ist, so plötzlich in einer so ganz anderen Kultur aufzuwachsen. Und unser erster Gast hat gesagt, in der Vorbereitung zu dieser Sendung, meiner Kollegin Claudia Gerhardt: Ich liebte die Schule und ich hasste mein Zuhause. Und wenn Ihre Eltern das jetzt hören würden in der Türkei, dann wären die vielleicht traurig. Vielleicht aber hätten sie dafür auch Verständnis. Bei uns ist aus Berlin Ayşe. Herzlich willkommen. In Istanbul geboren, mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen. Warum liebten Sie die Schule und hassten Ihr Zuhause? In der Schule war ich freier. Ich durfte dort Dinge tun, die ich zu Hause nicht durfte. Ich durfte Dinge sagen vor allem. Und ich hatte das Gefühl, auch denken, was zu Hause nicht erlaubt war. Was durften Sie in der Schule tun, was Sie zu Hause nicht tun durften? Zu Hause war das so, dass ich als türkische Tochter erzogen wurde und daher auch nicht widersprechen, dem folgen, was meine Eltern als gut und schlecht empfanden. Und ich verliere den Faden. In der Schule war das so, dass ich dort gute Leistungen gebracht habe und die Lehrer begeistert waren von meiner Art, wie lernbegierig ich war und wie ich den Unterrichtsstoff in mich hineingesogen habe. Und habe meine Meinung äußern dürfen. Ich durfte eigene Meinung haben, die durfte ich äußern. Es wurde nicht kritisiert, sondern es wurde unterstützt. Wenn Sie in der Schule zum Beispiel mal Schwierigkeiten hatten, wer hat Ihnen da geholfen? Der Lehrer oder zu Hause? Die Eltern konnten das ja nicht oder konnten die so gut Deutsch? Ich hatte keine Schwierigkeiten in der Schule. Mein Gott, waren Sie ein glückliches Mädchen. Ja, also das ging, ich war glücklich, ich war richtig glücklich in der Schule. Die Schule war für mich ein Paradies. Ich habe dort gelernt und ich war sehr wissbegierig. Ich habe gelernt, ich habe was von der Welt erfahren, ich habe Geschichten gehört, die ich zu Hause einfach nicht gehört habe. Warum waren denn Ihre Eltern so, wie sie waren? Ich denke, im Nachhinein kann ich meinen Eltern keinen Vorwurf draus machen. Meine Eltern kommen aus einem kleinen Dorf aus Mittelanatolien, sind nach Istanbul gezogen, in eine große Stadt, wo sie sich auch nicht so gut zurechtgefunden haben. Mein Vater musste arbeiten, meine Mutter war mit 5 Kindern zu Hause und haben auch keine Schulbildung genossen, die dazu beigetragen hätte, dass sie vielleicht eine andere Bildung gehabt hätten. Ja. Sind Ihre Eltern heute immer noch dieser strengen Meinung? Nein, auf keinen Fall. Also sie sind selber auch viel offener und viel erfahrener, haben auch viele Lebenserfahrungen gemacht, die dazu beigetragen haben, dass sie sich auch geändert haben. Sie sind mit 17 Jahren von zu Hause ausgebüxt. Ich bin abgehauen. Ich habe meine Sachen gepackt und bin richtig von zu Hause abgehauen. Warum? Weil ich irgendwann festgestellt habe, dass ich dort zu Hause nicht so leben kann, wie ich wollte. Es gab für mich die Schule, dann gab es für mich das Zuhause und dazwischen gab es gar nichts. Ich habe keine Freunde gehabt, mit denen ich auf der Straße spielen konnte und Erfahrungen sammeln. Ich habe keine Kindheit derart genossen wie andere vielleicht oder eine Jugend. 15-jähriges Mädchen sein und vielleicht von Jungs schwärmen, mit Freundinnen darüber sprechen und tuscheln, sowas habe ich nicht erlebt. Und das hat mir mit 17 Jahren dann zu denken gegeben. Haben Sie denn für Jungs geschwärmt? Ich habe Angst gehabt. Ich habe regelrecht Angst gehabt, das zu tun, weil ich immer das Gefühl hatte, es wird beobachtet, da passt jemand auf und wenn du das tust, dann wirst du bestraft dafür. Haben Sie so Jugendzeitschriften gelesen? Bravo, ja. Entschuldigung. Und haben sich dann diese hübschen Kerle auch an die Wand genagelt da oben? Ich habe mir die Stars an die Wand genagelt, die mir gefielen, ja. Die Stars-Schnitte gemacht. Was hat Ihre Mutter dazu gesagt? Ich habe das reingeschlungen. Da haben Sie nichts gesagt. Ihr Vater auch nicht? Da hatten Sie nichts dagegen, nein. Sie haben ein Buch geschrieben. Normalerweise wollen wir in der Sendung keine Bücher vorstellen. Aber ich denke, das ist schon bemerkenswert, wenn eine 17-Jährige sagt, ich halte das alles nicht mehr aus, ich muss das niederschreiben. Dieses Buch heißt, Wo gehören wir hin? Also vor 13 Jahren haben Sie das schon geschrieben, Sie sind heute 30. Zwei türkische Mädchen erzählen, Ayşe und Devrim, eine Freundin, Ja. Sie ist auch von zu Hause abgehauen, kurz nachdem das Buch geschrieben wurde von uns beiden. Sie ist jetzt glückliche Mutter, vor 3 Wochen hat sie einen Sohn bekommen, deshalb sitzt sie leider nicht hier. Guckt aber zu Hause zu? Ja, ja. Hallo, zu Hause. Wie heißt der Sohn? Berkay. Berkay. Hallo Berkay. Der kann das noch gar nicht hören jetzt. Der kann wahrscheinlich auch nicht Deutsch, ne? Spricht er wahrscheinlich mit Ihrem Sohn jetzt? Er wird zweisprachig.
Ist der Vater Deutscher? Er ist nicht Deutscher, nein, ist nicht Deutscher. Türke. In Ihrem Buch steht drin, auf Seite 41, Frauen sind Eigentum und Ehre. Was heißt das denn? So habe ich mich gefühlt und so ist das meiner Ansicht nach auch zum größten Teil, dass wir Mädchen und Frauen in den Familien als etwas betrachtet werden, was jemand gehört. Und dieser jemand ist dann in erster Linie der Vater oder die Männer in dem Haushalt, die darüber bestimmen, wie wir zu leben haben, wie wir unseren Tag gestalten, wo wir uns aufhalten. Ganz wichtig, dass unser Ort das Haus ist, in dem wir herrschen dürfen, wenn überhaupt, was wir zu tun haben. Ja. Wo gehören Sie denn jetzt hin? Wo gehören wir hin? Diese Frage stellen Sie ganz groß hier auf dem Einband des Buches. Wo gehören Sie denn jetzt hin? Von der Kultur, von Ihrer Erziehung? Ich gehöre nach Berlin. Das war für mich ganz lange das Selbstverständnis, dass ich nach Berlin gehöre. Und das war auch damals, als wir das Buch schrieben, das Gefühl von uns, dass wir eigentlich dahin gehören. Aber es wurde in Frage gestellt, immer wieder. Uns wurde auch die Frage gestellt, wie fühlst du dich? Fühlst du dich als Deutsche? Fühlst du dich als Türkin? Was empfindest du? Und deshalb heißt das Buch auch so, dass wir zu der Zeit noch nicht ganz genau wussten, wo wir nun eigentlich wirklich hingehören, weil wir von der türkischen Kultur was mitbekamen, von der deutschen Kultur und noch in diesem Zwiespalt waren, uns nicht ganz entscheiden konnten. Zu dem Zeitpunkt auch das Gefühl hatten, wir müssen uns entscheiden. Aber heute habe ich das Gefühl, ich muss mich gar nicht entscheiden, wo ich jetzt zu welcher Kultur ich zugehöre, sondern wo ich leben möchte, an was für einem Ort ich leben möchte. Sie studieren Jura, stehen kurz vor dem Abschluss. Sind Sie Muslima? Ich bin mit Geburt Muslim. Ja, bei uns ist das nicht so, dass man Frau in die Kirche eintritt oder austritt, sondern wir werden geboren in eine Familie, die dem Islam angehört und damit bin ich auch Muslim. Wir haben ja eine Frage. Ist die Erziehung in der Türkei anders wie in Deutschland von den Muslimen her? Also, wie bitte? Ist die Erziehung in der Türkei anders wie in Deutschland? Die Erziehung in der Türkei war für mich eine Zeit lang angenehmer als hier in Deutschland, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich im Urlaub dort war und einige meiner Cousinen beobachtete, dass sie viel freier dort leben, dass sie viel ein viel angenehmeres Leben haben. Und aber jetzt, so im Nachhinein, was ich jetzt sehe, kann ich sagen, dass da kein großer Unterschied ist, nein. Also unser nächster Gast ist aus Köln zu uns gekommen. Sie studiert Medizin, arbeitet nebenbei noch, um sich auch möglicherweise das Studium zu verdienen, denke ich. Sie ist ledig, sie ist in Deutschland bei uns geboren. Auch sie ist in den Islam hineingeboren. Bei uns ist Selda. Herzlich willkommen, 21 Jahre. Ich weiß nicht, wie man das jetzt ausdrückt. Sind Sie eine gläubige Muslima? Ja, bin ich. Das drücken Sie durch Ihr Kopftuch auch aus, das Sie tragen? Ja, nicht nur durch mein Kopftuch, sondern halt durch meine Verhaltensweise, durch meine Weltanschauung, alles Mögliche. Ist denn Ihre Weltanschauung eine andere als die von Aisha? Das weiß ich nicht. Ich habe mich nicht lange mit ihr unterhalten. Also ich kann jetzt nicht mit einigen Worten halt, die ich mit ihr ausgewechselt habe, beurteilen, ob sie dann... Wie sind Sie denn aufgewachsen? Sind Sie auch so von den Eltern, ich sag mal, so ein bisschen gedrückt worden oder sind Sie freier aufgewachsen oder sind Sie noch mehr eingegrenzt durch türkische Sitten und Bräuche aufgewachsen? Also ich kann also wirklich nicht behaupten, dass ich unterdrückt wurde oder so. Ganz im Gegenteil, ich hatte wirklich eine unheimlich freie Kindheit. Klar, ich durfte jetzt nicht zu irgendwelchen Diskos oder so, aber ich hatte auch nie das Bedürfnis dazu. Das liegt einfach darin, dass ich, Gott sei Dank kann ich nur so sagen, dass meine Eltern islamisch gelebt haben und nicht traditionell. Also denen war es einfach egal, was die türkische Kultur oder ja sagt. Ne? Es ist einfach wichtig gewesen, was sagt der Islam, was darfst du und was nicht. Und ich durfte eine Menge. Also Aisha ist ja zu Hause ausgerissen und Sie sind zu Hause freiwillig weggezogen und Ihr Vater hat Ihnen sogar beim Umzug geholfen. Das klingt jetzt in meinen Ohren so ein klein wenig widersprüchlich. Ja, ich bin nicht ausgezogen, weil ich einfach das Bedürfnis dazu hatte, jetzt bin ich selbstständig, jetzt bin ich alt genug, jetzt muss ich raus, sondern
Es war einfach so, dass ich meinen Studienplatz hier hatte in Köln und auch nur deswegen ausgezogen bin. Ich wäre auch sonst zu Hause geblieben. Wie gehen eigentlich Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen mit Ihnen um? Also Studentenleben soll ja angeblich so lustig sein. Ja. Da machen wir ständig Feten und Partys. Ach, angeblich, ja. Ich sag angeblich. Ne? Ja, ja, gut, dass Sie es sagen, weil dann meine Freunde, weil wir treffen uns halt zu Hause, sprechen, unterhalten uns schön und gehen auch manchmal auch zu Cafés. Mhm. Haben Sie jemals Probleme gehabt, ob Ihres Muslima-Seins? Probleme? Ja, klar. Ich hatte sehr viele Probleme gehabt, weil ich habe einfach das Gefühl hier in Deutschland, muss ich dazu sagen, dass ich als Muslime, eigentlich als Ausländerin, nicht sofort akzeptiert werde. Es ist also sehr wichtig, mich, sag mal so, die deutsche Gesellschaftsform verlangt halt, ja, ich muss mich anpassen, ja. Mhm. Und das hatte ich ja, ich hatte es nicht vor, ich wollte es auch gar nicht, ich möchte mich nicht anpassen, ich möchte so sein, wie ich sein will. Und das hat natürlich zu Problemen geführt, ist klar. Dabei gibt es einen schönen Spruch, ich glaube, Friedrich der Große hat den gesagt, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Da sind wir weit davon entfernt in Deutschland im Augenblick. Sie haben ganz intensive Erfahrungen dieser Art gemacht mit Ihrer Schulleiterin, nicht? Ja, richtig. Also ich hatte nach der 10. Klasse habe ich meinen Abschluss bekommen und wollte dann Abitur machen und bin dann auf das Gymnasium, wollte ich mich dann anmelden. Und meine Schulleiterin wollte mich nicht haben. Und als Grund nahm sie halt, ich würde ein Kopftuch tragen. Das wäre für sie also unmöglich. Sagte sie, das ist auf keinen Fall. Ne? Entweder du setzt es ab oder du kommst hier nicht auf die Schule. Und das hat sie mir auch so krass gesagt. Und es war sehr problematisch, weil ich hatte das gerade mal 1,5 Wochen an. Ich hatte mich dann um diese Zeit halt dafür entschlossen. Und es war unheimlich, es direkt in der nächsten Woche mit so einem Problem, so einem großen Problem, das war natürlich hart. Aber wie haben Sie das gelöst? Ja, wir haben dann halt gedroht, wir haben gesagt, wir wollen gerichtlich vorgehen. Dann hat sie dann doch nachgegeben. Also es ist toll zu wissen, dass man in Deutschland Lehrer hat, die selbst so verbrettert sind, wenn man sich überlegt, dass die unsere Kinder erziehen. Sakrament nochmal, da wird man eigentlich ein bisschen böse. Wenn wir nicht böse, machen wir eine Pause, unterhalten wir uns hinterher weiter mit unseren Gästen hier im Studio in Köln. Bis gleich. Aisha und Zelda, können Sie sich vorstellen, einen deutschen Freund zu haben? Ich habe nur deutsche Freunde gehabt bisher. Ich habe nie einen türkischen Freund gehabt. Also ich meine jetzt schon ein bisschen weitergehend, ohne das jetzt in allen Einzelheiten durchzudiskutieren. Ich meine jetzt nicht nur, ich meine... Liebesbeziehung meinen Sie? Zum Beispiel. Ja, ich habe nur deutsche Freunde gehabt bisher. Ich habe nie eine Liebesbeziehung zu einem türkischen Mann gehabt. Gab es da keine Probleme in der Familie? Natürlich gab es da Probleme. Ich habe die Zeit, als ich mich entschied, von zu Hause abzuhauen, war auch eine Zeit, in der eine Entscheidung anstand, ob ich eventuell einen Cousin von mir heirate, der Türke ist. Die Eltern arrangieren das, nicht? Das gibt es auch, ja. Und bei mir war das etwas komplizierter. Es war nun nicht unbedingt von meinen Eltern, von beiden arrangiert. Es ist etwas komplizierter, auch in dem Buch beschrieben. Mhm. Es ist so, dass mein Vater es überhaupt nicht wollte. Mein Vater wollte, dass ich studiere. Mein Vater wollte, dass ich die Schule weitermache. Aus uns sollte was Besseres werden. Und ich war wirklich eine gute Schülerin. Ich war eine sehr gute Schülerin. Und er hat das gesehen und er wollte das nicht aufs Spiel setzen und war dagegen, dass ich heirate. Meine Mutter wollte gerne, dass ich heirate und sie wollte auch gerne, dass ich einen türkischen Mann heirate. Natürlich einen türkischen, das wollte mein Vater auch, das würde er gerne heute auch wollen. Aber ja, sie wollte das auch schneller vorantreiben, als er es gewollt hätte. Und für mich stand dann in diesem Jahr die Entscheidung, heirate ich ihn jetzt und bin so auch aus diesen Fängen heraus, aus diesem goldenen Käfig, in dem ich mich befand. Oder entscheide ich mich für den anderen Weg und ich gehe weg von zu Hause und lebe anders, eigentlich so, wie ich das will. Und ich habe mich dann für das Letztere entschieden. Zelda, wie ist es denn bei Ihnen? Können Sie sich vorstellen, einen deutschen Freund zu haben? Ich kann mir vorstellen, einen muslimischen Freund zu haben. Das war jetzt eine ganz diplomatische Antwort. Also er kann deutscher Nationalität sein, aber er muss Muslim sein. Ich mache keinen Unterschied, nein. Das heißt, Sie haben noch nie einen nicht-muslimischen Freund gehabt?
Nein, ich hatte noch nie einen Freund gehabt. Aber was passierte denn jetzt, wenn Sie auf der Straße gehen und der Blitz schlägt zu und es soll ja diese Liebe auf den ersten Blick geben? Das gibt es doch wahrscheinlich bei jungen Türkinnen genauso wie bei Engländerinnen, Skandinavierinnen, Frauen aus Mosambik und aus der Türkei, oder nicht? Also ich glaube nicht an die Liebe auf den ersten Blick. Ich denke mal, die Liebe beginnt dann erst, wenn ich sehe, dass die Einstellungen zueinander passen. Mhm. Und wie gesagt, ich habe gesagt, ich kann mir einen muslimischen Freund vorstellen. Und das setzt natürlich voraus, dass dann die Einstellungen auch passen. Und da muss natürlich auch mal, ich denke mal, ich kann auch wirklich einen lieben, der auch Muslim ist. Und also so verkuppeln, ich sage das jetzt mal mit so einem, wahrscheinlich ist diese Vokabel mit einem Vorurteil behaftet, aber wie das bei Aisha war, das würden Sie nicht zulassen für sich? Nein, auf keinen Fall. Aisha? Sie haben vorhin gefragt, ob es Probleme gab. Ich habe die ersten 4 Jahre, die ich von zu Hause weg war, meinen deutschen Freund versteckt. Also ich hatte Angst, das zu sagen, dass ich einen deutschen Freund habe. Aber inzwischen ist es so, dass meine Eltern das auch akzeptieren. Und 2 meiner Brüder sind mit deutschen Frauen verheiratet. Ja, da ist sowieso alles durcheinander bei Ihnen. Da ist ja, ja klar, da ist die Tür jetzt auf. Also Sie haben eine Frage hier. Ja, ich wollte mal eine generelle Frage stellen. Die Kopftücher, haben die was Besonderes zu bedeuten? Sage ich immer, es gibt manche, die gehen mit schwarzen Kopftüchern. Manche gehen mit hellen Kopftüchern. Ist das da, gibt es da Unterschiede und was bedeutet das Kopftuch überhaupt? Warum verdeckt man so wunderschöne Haare? Die meisten haben so herrliche Haare. Ja, das ist jetzt ein anderes Thema eigentlich. Das ist wirklich, das ist, ja, haben jetzt so ein Feld geöffnet. Ne? Aber wie gesagt, es ist egal, welche Farbe ich trage. Ich trage es meistens so, dass es immer zu meiner Kleidung passt. Einige mögen es schwarz und einige halt weiß. Also das hat keine religiöse Bedeutung. Nein. Das wollten Sie, glaube ich, wissen. Also Mode spielt auch so ein klein wenig eine Rolle. Wir haben eine Fachfrau eingeladen, sie ist 28 Jahre alt, sie ist ledig. Ihr Vater ist Türke, ihre Mutter ist Deutsche. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Türkei-Studien in Essen. Und sie ist Turkologin. Also Turkologin ist sowas wie Romanistin oder Germanistin. Halt nur nicht in Germanien, sondern in der Türkei, wenn man das so umschreiben kann. Bei uns ist Yasemin Karakaşoğlu. Herzlich willkommen. Ich darf ganz einfach Yasemin sagen, weil gerne. Ich habe ein klein wenig Probleme mit dem anderen Namen. Und gerne, Hans. Ich bin. Das war schnell geschaltet. Warum halten so viele türkische Familien so sehr streng, so unwidersprochen streng an türkischen Lebensweisen fest? Also, wie wir es gerade von Aisha gehört haben, sie musste ihren Freund 4 Jahre lang verstecken. Ja, das hat was damit zu tun, dass man hier als eine Minderheit in der Fremde lebt. Für die erste Generation der Türken ist es ja die Fremde. Man ist im Erwachsenenalter nach Deutschland gekommen und man ist der einzige Vermittler der türkischen Kultur in Deutschland. Nicht die Schule, nicht die Gesellschaft vermittelt diese türkische Kultur, sondern die Eltern. Mhm. Die Eltern sehen sich da in einer sehr großen Verantwortung. Und oftmals sind sie, wir haben das ja vorhin gehört, also ein Beispiel, aus ländlicheren Regionen aus der Türkei nach Deutschland gekommen, wo man sowieso eher traditionelle Vorstellungen von Religiosität, von ja, Bindung an die eigenen Werte hat. Und sie versuchen das hier zu konservieren, um ihren Kindern wenigstens etwas rüber zu retten von der eigenen Identität. Vielleicht auch deshalb, weil sie nicht Gefahr laufen wollen, dass, wenn die Kinder mal wieder zurückgehen in die Türkei, dort auch als Fremde leben? Sicher, das ist das eine, dass man für die Rückkehr vorbereitet sein wollte. Und auf der anderen Seite, natürlich gibt es auch hier eine türkische Gesellschaft, von der man umgeben ist, in dem Wohnbereich, in dem man lebt. Und dort möchte man anerkannt werden, weil das sind wichtige Kontakte, gesellschaftliche Kontakte, Beziehungen. Nun haben wir gehört, dass die Aisha zum Beispiel von zu Hause ausgebüxt ist. Sie hat sich, ich sage bewusst und sehr überlegt, auf eigene Füße gestellt. Und die Zelda ist einfach aus Studienplatzgründen von zu Hause weggezogen, was ja auch schon eine Ausnahme ist, Zelda, muss man einfach so sagen. Das ist ja auch nicht ganz normal in türkischen Familien. Was sollen denn junge Türkinnen tun, wenn sie so hin und her gerissen sind zwischen 2 Kulturen, zwischen 2 Lebensbereichen, zwischen 2 Sprachen? Wie sollen die sich verhalten? Ja, da kann man kein Patentrezept anbieten. Das ist natürlich klar. Je nachdem, jeder löst das auf seine Weise. Wir sehen hier bisher zwei Beispiele. Einmal die ganz bewusste Hinwendung zu dem Lebensbereich, zu der Kultur, in der man hier in Deutschland aufgewachsen ist. Jetzt mal in diesem Fall Berlin, zur Berliner Gesellschaft, zur deutschen Berliner Gesellschaft und mehr deutsche Kontakte. Und auf der anderen Seite eine bewusste Hinwendung zum Islam und zu dieser Religion und die man auch nach außen hin dokumentiert, zeigen möchte. Und
Ja, da gibt es natürlich viele Schattierungen dazwischen, wo man versucht, beides miteinander zu verbinden. Das ist immer für türkische junge Mädchen ein Problem, solange es nicht zu einem ganz dramatischen Kampf kommt zwischen den beiden Polen und man da noch mit den Eltern sich auf der einen Seite verständigt und auf der anderen Seite mit der deutschen Gesellschaft, die ja auch die Forderungen an einen stellt, sei modern, sei so wie wir, sprich so wie wir, sieh aus wie wir. Solange, ja, gibt es da tausend und eine Möglichkeit, wie man sich da entscheidet. Also eine Frage, die man eigentlich nicht beantworten kann. Schwierig zu beantworten. Ja. Unser nächster Gast hat für sich eine Frage beantwortet, nämlich die Frage, wirst du mal nach oder in dein Heimatland in die Türkei zurückgehen oder wirst du in Deutschland bleiben? Bei uns ist aus Köln, auch 21 Jahre alt und auch sie studiert, Günner. Herzlich willkommen. Anglistik, Germanistik und Geschichte im ersten Semester, Sie haben blaue Augen, Sie haben eigentlich weitaus helleres Haar noch, also damit ist auch gleich mal ein Vorurteil ausgeräumt, dass alle Türkinnen und Türken schwarze Haare haben müssen. Und Sie wollen zurück in die Türkei, warum? Ja, also bei mir war das so, dass ich eigentlich, seitdem ich hier bin, immer wieder zurück wollte. Also ich bin sehr spät hier hingekommen, also ich habe meine Kindheit in der Türkei verbracht und ich denke, meine Kindheit hat mich also zu sehr geprägt irgendwie, also und überhaupt, ich habe meine ganzen Freunde und Verwandten da lassen müssen, also ich weiß nicht, überhaupt, also es ist keine Entscheidung, die ich von heute auf morgen getroffen habe, dahin zurückzugehen, es ist seit dem Tag, seitdem ich angekommen bin, also ich möchte immer. Sind Sie eine von den jungen Türkinnen, über die gerade Yasemin und ich schon mal gesprochen haben, so im Anflug ganz leicht, die nicht so richtig weiß, wo sie hingehört? Nee, das Problem habe ich absolut nicht, also ich wusste seit Anfang an, dass ich früher oder später irgendwann mal, dass es zurückgeht. Also die Türkei war für mich sozusagen, ja, also meine Lebensnische, die Basis, wo man immer wieder zurückgehen kann. Mhm. Ich wusste immer, dass es also hier vorübergehend ist, die Zeit, wo ich verbringe, also dass es demnächst irgendwann mal zurückgeht. Zelda, wollen Sie auch zurück in die Türkei? Das weiß ich noch nicht. Also Sie lassen diese Frage auf. Ja. Wie sind Sie denn aufgewachsen? In einem toleranten Elternhaus, in einem liberalen Elternhaus, in einem sehr strenggläubigen Elternhaus, in einem sehr konservativen Elternhaus? Mein Gott, vier Fragen, eine Antwort. Von allen ein bisschen würde ich sagen, also streng religiös nicht, könnte ich nicht behaupten, aber ich bin eigentlich so ziemlich liberal erzogen worden. Also ich habe eigentlich sehr viele Freiheiten, möchte ich sagen, und also bei uns in der Familie wird sehr viel diskutiert und verhandelt über so gewisse anstehende Probleme und es ist auch so, dass wir meistens zu einem Kompromiss kommen. Was sind denn gewisse anstehende Probleme? Ja, also ich weiß nicht, früher war das so, dass ich also weggehe und so, wie lange ich weg darf und mit wem ich immer weggehen kann und solche Sachen. Aber das Sie wohnen bei Ihren Eltern? Ja, ich wohne noch bei meinen Eltern. Dürfen Sie abends weggehen jetzt? Ich darf, das Problem hat sich bei mir eigentlich erübrigt, weil ich gehe kaum weg, also von mir aus jetzt nicht. Das war früher anders, da wollte ich weg und durfte, also sehr selten. Also ich bin mit 14 zum ersten Mal in die Disco gegangen und danach hatte ich 2 Jahre Pause und dann wieder halt, also wirklich mit sehr großen Abständen. Und im Moment ist mir überhaupt nicht danach, also ich gehe kaum weg. Und Sie weggehen, wann kommen Sie abends nach Hause? Wenn ich weggehe, dann wird es auch, also dauert das ziemlich lange. Ich komme dann so gegen 4, 5 Uhr, je nachdem. Wie bitte? Also wenn es schon mal so weit kommt. Das kann man auch nur im ersten Semester machen, so lange wegbleiben. Nee. Zelda, wann kommen Sie denn nach Hause, wenn Sie weggehen abends? Es kommt darauf an, wie lang der Abend schön ist. Also manchmal um 11, manchmal um 12, manchmal komme ich auch, es kommt selten vor, aber manchmal komme ich auch ein bisschen später. Und dann gibt es schon Ärger mit den Nachbarn ab und zu, nicht? Ja, es ist eben halt die türkische Kultur. Ne? Es ist so, das Mädchen muss früh genug zu Hause sein. Und also wenn dann halt die Nachbarschaft sieht, oh Gott, wo kommt die wohl her? Ich meine, gut, das ist, kann man zwar mit, ja, kann man definieren, wie man will. Einige fragen mich, sag mal, bleib nicht so lange weg und kann ja alles Mögliche passieren und du weißt auch die Ausländerfeindlichkeit und Mölln und Solingen weißt du ja und so weiter. Ja, und andere halt, sag mal, wo warst du so um die Zeit? Ne? Wo kann man sich um die Zeit auftreiben? Weil ist das meistens so, dass ich halt entweder etwas zu tun hatte oder eben halt mit irgendwelchen Freunden zusammen in ihrer Wohnung halt sitzen und uns unterhalten. Sie haben der Claudia Gerz, meiner Kollegin, die Sie eingeladen hat, gesagt, bei uns gibt es Tabus, die nie gebrochen werden dürfen. Welche Tabus sind das?
Tabus, die nie gebrochen werden dürfen? Ja, haben Sie gesagt. Nee, hat Günther gesagt, Entschuldigung. Mhm. Sie haben das gesagt. Ja, also ich habe schon, also obwohl ich so viel darf, also ich habe schon Einschränkungen, Grenzen. Also eins davon wäre, dass ich jetzt, wie es bei Ihrem Fall gewesen ist, also dass ich ohne die Einwilligung meiner Eltern einfach wegziehe, also von zu Hause weggehe. Das wäre also für bei mir ja nicht verzeihlich, also es wäre nee, die Katastrophe an sich. Also das ist irgendwie, das wäre ein einmaliger Gang für mich, also ich könnte nie wieder zurück, ich könnte nie wieder meinen Fuß über die Türschwelle setzen, also da wären Sie ganz konsequent. Da wären Sie verstoßen quasi. Mhm, ja. Auf der anderen Seite ist Ihr Vater ja ein unwahrscheinlich liberaler Mann, er hat Ihnen eine Interrail-Tour geschenkt, zusammen mit einem Cousin. Also der war auch derjenige, der mir das in den Kopf gesetzt hat. Da war ich noch 15 Jahre alt oder so und der meinte, also Kind, mach das, es ist eine tolle Gelegenheit und versäum das bloß nicht. Also ich an deiner Stelle würde das machen und so. Und mit 18 habe ich das auch gemacht. Das ist zusammen mit einem Cousin? Mhm. War das so ein Beginn von so Hochzeitsbestrebungen? Mit meinem Cousin? Oder? Ja. Nein. Na, ich denke jetzt gerade an die Geschichte jetzt von Aisha nochmal. Nee, das ist absolut nicht, nee, überhaupt nicht, kam gar nicht in die Frage, nee. Bei uns nicht. Wir sind wie Brüder und Schwester. Also es ist wo sind Sie da überall lang gedonnert? Durch Europa? Ja, durch fast ganz Europa. War sehr gut. Hm? Mhm. Haben Sie eigentlich Angst, dass Sie in der Türkei als Deutschländerin, als Türkin aus Deutschland Probleme bekommen können? Nee, also das Problem kenne ich gar nicht. Das habe ich überhaupt nicht. Nee, das ist, also ich werde da ohne weiteres aufgenommen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich immer wieder zurückgehen möchte. Also ein großer Teil ist von mir immer da geblieben. Insoweit habe ich keine Schwierigkeiten, keine Integrationsschwierigkeiten gehabt. Also was mich jetzt mal interessiert, und die Frage möchte ich an alle drei stellen. Sie sind in Deutschland zur Schule gegangen, Sie haben hier Abitur gemacht, Sie studieren alle drei hier. Können Sie denn Türkisch, oder wo haben Sie Türkisch schreiben und lesen gelernt? Zu Hause, von der Mutter, vom Vater oder wie? Sprechen habe ich in der Familie natürlich gelernt. Ja, das Einfachste. Lesen und Schreiben, das habe ich mir zum größten Teil selbst beigebracht. Also das Alphabet ist ja dasselbe und ich habe keine türkischen Bücher gelesen, muss ich gestehen. Ich habe in meinem ganzen Leben bisher nur ein einziges Buch in türkischer Sprache gelesen, sonst lese ich nur deutsche Bücher. Welches Buch war das? Kadınan Adı. Ah ja, das kennen wir. Das ist ein Frauenbuch, ein Buch über die Geschichte einer Frau in der Türkei. Es hat mir sehr gut gefallen, es hat mich gewundert, dass es sowas gibt. Nein, ich kenne es natürlich nicht, aber ich habe so ganz klein, wenn ich jetzt natürlich so hintertürkisch gefragt, ich dachte, Sie würden sagen, dass der Koran. Den Koran habe ich in deutscher Sprache gelesen. Hm. In türkischer Sprache war er mir zu schwer, denke ich, oder ich weiß gar nicht, ob es eine Übersetzung gibt. Und es ist ja eh fragwürdig, ob eine Übersetzung des Korans akzeptiert wird. Und Mohammedaner-Moslems akzeptieren ja die Übersetzung. So viel ich weiß nicht. Hm. Und ich musste es aber in Deutsch lesen, weil ich kein Arabisch kann. Wo haben Sie Türkisch schreiben und lesen gelernt? Also genau wie eigentlich, also die Sprache zu Hause und die Schrift habe ich mir halt selber beigebracht. Und Sie, genau? Ich habe ja so eine Zeit lang in der Türkei verbracht und von daher und auch zu Hause, ja. Und eine Zeit lang bin ich im türkischen Wörterbuch rumgelaufen, also ich wollte unbedingt mehr Wörter wissen und also ich hatte das mir in den Kopf gesetzt, da ich ja irgendwann mal in die Türkei zurückkehre, wollte ich das, was ich weiß, schon beibehalten und nicht vergessen und noch dazu mehr lernen. Unser nächster Gast verdient ihr Geld mit der deutschen Sprache. Sie ist Journalistin.